One, two, three, four. Auf Sieg will der hinterletzte Swit. Immer nur für etwas anderes geht's nicht. Egal wie es rauskommt, du wirst sehen, wir werden das Beste geben. Gewinnen fällt uns einfach ringer. Der Niederlag zeigen mir den Finger. Jetzt blast ein rauer Wind, weil wir da, wo wir sind. Der Blau-Gelb macht aus dem Land Wassertal mit Leidenschaft, Kraft und Nerven und Stahl. Der HZD ist mehr, so viel mal mehr HZD. Wenn's mal nicht tut, so wie wir wollen, dann stehen wir zusammen, wie wir's immer gemacht haben. Und schöpfen am schwärzesten Tag Kraft aus der Niederlage. Wir stehen immer wieder auf und legen einfach noch einen drauf. Es wird nicht umgeflint, weil das von uns niemand kennt. Mit guten Geister, richtig Meister, darum im Torraum, darum ich gern und schaffe Platz auf dem Regal für den Meisterpokal. Gewinnen fällt uns einfach ringer, der Niederlag zeigen mir den Finger. Jetzt blast ein rauer Wind, will mehr, da wo wir sind. Der Blau-Gelb macht aus dem Land Wassertal mit Leidenschaft, Kraft und Nerven und Stahl. Der HZD ist mehr, so viel mal mehr HZD. Blau-Gelb macht aus dem Land Wassertal mit Leidenschaft, Kraft und Nerven und Stahl. Der HZD ist mehr, so viel mal mehr HZD. Yeah.
Der große Moment ist nicht mehr weit weg. Der große Moment für den HC Davos. Captain Marc Cianola mit dem Pokal für den Schweizer Meistertitel 2009. Davos, der häufigste Meister, das ist klar, mit den 29, die werden wahrscheinlich nie mehr einzuholen sein. 29 Titel, erstmals 1925. Darunter seither 11-mal in Serie gewonnen, zwischen 1937 bis 1948. Das Titelsammeln, eine Lieblingsbeschäftigung des HC Davos. Bern folgt damit 11 Titeln, Arosa mit 9, Schottfors mit 6, Lugano mit 7, die ZSC Lions mit 6 und Kloten ist auf 5 stehen geblieben. Spezieller Moment sicher auch für Robin Grossmann, der das Gefühl hatte, in Kloten zu wenig zum Zug zu kommen. Das ist bei Arno Del Curto sicher anders. Grossmann mit viel Eiszeit in der Mannschaft des HC Davos. Und er hat es seinem Trainer gedankt mit hervorragenden Leistungen. Michel Riesens spezieller Abschied von der Davoser Bühne. Er geht zusammen mit Florian Blatter und mit Andreas Furrer zu den Rapperswil-Jona Lakers. Die beiden anderen Abgänge betreffen zwei, die nach Fribourg Gotteron gehen, Lukas Gerber und Robin Leblanc. Also ein ganzer Block, der den HCD verlassen wird. Und deshalb dies hier noch einmal ein ganz spezieller Moment für Michel Ries.